Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich sitze immer noch in Tokio am Flughafen. Haneda ist es, das der südliche. Und habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um noch ein Video zu machen. Und ein Video, was mir die ganze Zeit schon auch auf der Seele brennt, ist das zum Wechsel wieder zum MacBook Pro. Wir hatten ja die ganze MacBook-Arie, das 12er, 2016er, super Gerät. Ich war sowas von glücklich. Ich habe ja die alten Videos gemacht. Der Wechsel hat sich für mich persönlich gelohnt, weil es einfach leicht ist, weil ich es an mobilen Akkus aufladen kann. Das waren für mich die Dinger, wo ich sage, yo. Und wo ich sage, die Leistung hat für meine Dünnbrettbohrer-Videos mit iMovie und 4K eigentlich ausgereicht. Dann hatten wir die beiden Hardware-Defekte, wo ich von vielen Leuten gehört habe, dass sie die gleichen Fehler haben, auch mit der Tastatur, auch mit losen Displays, dass sich Apple hier und da auch anstellt. Gerade bei Leuten, die 2015er haben, wo jetzt die gerade aus ein Jahr Garantie raus sind. Und das ist eine absolute Katastrophe. Ich hätte es ja verstanden stehen können, wenn die Probleme bei den 12er MacBooks bei der ersten Generation auftreten. Aber spätestens bei der zweiten hätte Apple sowas merken und ausbessern müssen. Naja, so, deswegen habe ich es verkauft. Ich habe mehr bekommen, als ich damals gezahlt habe. Ihr kennt die Geschichte. Was ich jetzt nur noch erzählen will, ist halt, ich bin halt dann zurück auf ein normales 13 Pro gegangen. Erstmal die Basiskonfiguration, dann habe ich später mein eigenes wiederbekommen. Spiele jetzt also mit dem von damals wieder rum. Und was ist mir jetzt beim Wechsel aufgefallen? Ich habe damals geschrien und gesagt, ja, vom 13er weg zum 12er, es ist so leicht, das ist alles, was ich wollte. Jetzt sage ich auch gleichzeitig, boah, ist das ein Brocken. Ich laufe hier die ganze Zeit, gerade jetzt hier nicht beim letzten Messetrip, sondern auch durch Tokio, nach wie vor hier mit meinem Laptop-Rucksack rum. Und ich habe wirklich davon abgesehen, das 13 Zoll MacBook hier und da mal mitzunehmen, obwohl es sich hier und da wirklich angeboten hätte in zwei Fällen. Aber es wäre einfach zu schwer gewesen. Im gleichen Atemzug sage ich auch, das alte 13er Air hätte ich mitgenommen und das 12er sowieso. Selbst wenn ich es nicht mitgenommen habe, das 12er ist so leicht, dass ich es einfach wirklich mitschleppe. Jetzt bei den neuen OLED-Leisten 13ern, die jetzt rauskommen, die ja genauso viel wiegen sollen wie die 13er Airs, sehe ich der Sache positiv in die Zukunft, dass man auch das wieder oder dass ich persönlich sowas immer mitschleppen werde. Was wollte ich jetzt einmal sagen? Was ist mir jetzt im Wechsel vom 12er MacBook zurück oder wieder hin zu einem 13er aufgefallen? Nummer 1, das 13er ist doch nochmal netter mit zum Gucken. Ein größeres Display, auch wenn es nur 1 Zoll ist, ist schon nett. Die Tastatur, eine richtige Tastatur zum Drücken. Ich weiß, ich habe gesagt, das 12er zum Tippen gefällt mir ausgesprochen gut. Ich schreibe da sehr leicht und fluffig drauf. Aber ich sage hier auch gleichzeitig, wieder Tasten, richtige Tasten zum Drücken haben, die vor allem auch nicht kaputt gehen können oder die man leicht reinigen kann. Da weiß man, was man hat, sage ich hier mal fast. Was nicht so geil ist, ganz klar die Lautsprecher. Da liegen Welten zwischen, da ist das 12er deutlich besser. Und bei der Performance gewinnt aber das 13er wieder. Ich habe ja hier i5 gehabt, beim anderen hatte ich ja den M5. Das merkt man, beziehungsweise ich merke es nicht im Alltagseinsatz. Zum Surfen, für hier und da mal ein Foto bearbeiten und noch kurze Videos reichen auch die M5. Da würden wahrscheinlich auch die M3 ausreichen. Aber beim Output in der Geschwindigkeit ist so ein Basis 13er aus dem letzten Jahr oder noch ältere doch nochmal diesen M5 im Grunde doch überlegen. Aber ich sag mal, das sage ich auch wieder. Klar ist es nett für mich, wenn ich dann ein 30-Minuten-Video zum Beispiel habe, was dann auf dem 12-Zöller eine Stunde, anderthalb braucht, was dann hier in unter einer Stunde fertig ist. Das ist doch nochmal wieder was Nettes. Dafür hört man hier wieder den Lüfter. Und das ist was, woran das man sich wirklich sehr schwer gewöhnt, wenn man vorher ein komplett ruhiges Gerät hatte. Und hier dreht auf einmal unter Last, wohlgemerkt nur unter Last, wenn ich was weiß ich, 10 Flash-Tabs offen habe, da dreht der Lüfter auch so langsam auf. Aber beim Video exportieren, wenn ich was harte, intensive Arbeiten da mache, dann auf einmal denkt man sich, wo kommt der Lärm her? Ungefähr so wie ich, wo ich hier im Flughafen sitze und mir denke, wo kommt die Lautsprecherdurchsage her? Genauso irritierend ist das hier und da. Deswegen, wer noch einen 13er hat, also ich bleibe dabei. Ich finde es schön, dass ich bei mir das 2 Monate harte Überlegung, 2 Monate intensive Wechselzeit oder nee, 4 Monate habe ich das Gerät ja, glaube ich, in Summe genutzt. Dann 2 Monate wieder jetzt zurück aufs 13er, dass ich diesen Vergleich habe, dass ich beide Seiten verstehen kann und dass ich jetzt problemlos sagen kann, die 12er von der Leistung reicht auch grundsätzlich aus. Und vor allem, ich kriege immer wieder Leute, auch von Studenten oder sowas, die sagen, hey,
ich fange jetzt mit dem Studium an, ich komme in das und das Semester, ich mache eigentlich gar nicht so viel, aber es soll vernünftig Akkulaufzeit halten, es soll vernünftig zum Schreiben sein, ich soll vernünftig drauf lesen können. Ganz ehrlich, da reichen alle Apple MacBooks der letzten 5 Jahre aus. Also von mir aus auch ein eher 13 Zoll oder sowas, auch wenn das kein Retina-Display hat. Dafür sind die Dinger dann günstiger. Aber fürs normale Zeug reichen die alle dicke aus. Und bei den 12er MacBooks sage ich ganz klar, geiles Hardware, Porno will ich fast sagen, wie dünn, wie leicht, was für eine Akkulaufzeit die Dinger haben, was für eine Performance die Dinger haben können. Das ist super geil. Der Vorteil vom USB Type-C ist auch unterwegs an einem mobilen Akku zu laden, ist einfach toll. Das freut mich sehr, dass ich dann auch wieder bei der nächsten Generation der Pros, dass wir das jetzt haben, dass wir da jetzt die Dongles haben, also die Adapter oder sowas. Das ist immer so eine Sache. Es gibt genügend Leute, die schließen nie etwas an ihr MacBook an oder die machen alles drahtlos. Die haben drahtlose Kopfhörer, die nutzen AirDrop, um Daten auf ihr iPhone oder iPad zu kriegen. Die denken sich dann auch, ich brauche kein USB Type-C auf Lightning-Kabel oder sowas oder ein Y-Kabel. Auf der anderen Seite die Pro-Nutzer, die dann die ganzen Anschlüsse brauchen, naja, die brauchen dann halt Adapter. Und ich bleibe auch dabei, das 12er hätte mindestens einen zweiten USB Type-C-Anschluss, hätte es verdient. So. Was ist mir sonst noch aufgefallen bei der Akku? Ach ja, eine Sache, Akkulaufzeit. Im normalen Alltagseinsatz merkt man nicht so wirklich viel. Damit meine ich jetzt normales Lesen, normales Rumsurfen, Displayhelligkeit 50%. Dann kriege ich auch mit einem alten MacBook Pro immer noch eine solide Akkulaufzeit, die irgendwo wahrscheinlich zwischen, je nach Leistung, zwischen 7 und 12 Stunden liegt. Dass ich beim normalen MacBook da immer 10 Stunden rauskriege, geschenkt. Was das normale MacBook aber drauf hat, ist unter Last 2, 3, 4 Stunden, ich sag einfach mal Final Cut oder iMovie schneiden, hinzubekommen. Hier ist es ganz klar, unter Last, der i5 verbraucht deutlich mehr Strom. Er ist zwar auch schneller, aber der ist nicht so viel schneller, wie der Strom mehr verbraucht wird. Bedeutet, hier unter Last kriege ich es problemlos hin, 1,5, 2 Stunden ist das Ding platt. Und da habe ich dann wahrscheinlich noch nicht mal so intensive Sachen reingeholt wie Handbrake, die dann wirklich, da kann man zugucken, wenn man damit komprimiert, wie der Akku dann auch komprimiert wird. So, das war ein langes Labervideo, aber ich dachte, ich erzähle euch auch noch mal ganz kurz von meinen Erfahrungen. 13 Zoll Pro, immer noch absolut geil. Nachteile, aber die wir auch vorher schon wussten, die haben sich einfach noch mal bestätigt. Und zum täglichen Rumschleppen, für mich persönlich, es zeigt sich einfach, tägliches Rumschleppen mit dem 13er Pro, nein. Und ich gucke jetzt, ich freue mich sehr, wenn ich nach Hause komme, da sollte eigentlich schon das 13er neue Pro warten und ich freue mich auf intensive Vergleiche und gucke, ob das dann, ich sag mal, die Supersymbiose aus einem 13er Pro und einem 12er MacBook ist, nur halt mit den Vorteilen von USB Type-C, dem geringeren Gewicht. Und ich bin sehr skeptisch, was die Akkulaufzeit unter Last angeht bei den neuen Pros. Da hört man ja bei den Amis nichts Gutes. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich muss rüber zum Gate. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!